Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüße euch erstmal alle zusammen. Heute nochmal eine Runde Fat Rabbit. Ja, letztes Mal, sorry für die Stückelung, aber bei mir mein Screen Recorder nimmt immer nur eine gewisse Zeit auf und dann bricht er vollautomatisch ab. Das ist so um die 20 Minuten und deshalb kam dann diese Stückelung zustande. Sorry nochmal, wird nicht mehr vorkommen. Und ja, legen wir mal los mit 50 Cent Freispiel einkaufen. Vielleicht kommen wir heute mal ins Level 5. Scheint ganz gut anzukommen, das Spiel bei euch. Ich finde es auch sehr interessant. Parallel will ich auch mal das andere Spiel mit dem Weihnachtsmann auch noch mal spielen, dieses Santa. Ist ja auch so aufgebaut von der Grafik. Weiß nicht, ob der ein oder andere von euch da tatsächlich schon mal ins Level 5 gekommen ist. Also ich bin, bei mir war immer 4. Dann hat es eigentlich schon ganz gut gekracht. Und 5 blieb aber bisher bei mir noch aus. Ja. Wenn einer wissen möchte, wo ich das Spiel spiele, dann geht gerne in meine WhatsApp-Gruppe. Die ist jetzt neu gegründet worden. Die ist unter dem Video. Schaut gerne mal rein in die WhatsApp-Gruppe. Und da könnt ihr mich auch persönlich ansprechen. Oder auch untereinander kommunizieren, kein Thema. Aber öffentliches Posten ist da momentan noch nicht möglich. Da man das noch nicht so weit kontrollieren kann, die Kommentare. Aber das, da bin ich auch nochmal nach einer Lösung am Suchen. Oh, erste Runde war ja richtig geil. Die Gurke steckt immer noch. Ja. Ja, wichtig ist natürlich auch viel Karotten, damit der Karnickel wachsen kann. Demzufolge, ja. Oh, 2. Dazu ist Level 2. Man sieht jetzt auch schon, da fängt es erstmal ein bisschen an mit den Gewinnen. Also dieses Level 1 ist immer noch tote Hose. Das Spiel kann man übrigens erst ab 50 Cent spielen. Das ist der einzige Nachteil in dem Spiel, das ist ein bisschen hart. Aber man braucht nur einmal so einen Schuss da drin haben. Das heißt, man geht ja mal mit 40 Euro rein. Das ist schon einmal gesetzt wieder dazu. Und. Schön. Seite. Ja. Oh, super. Das sieht jetzt vielversprechend aus. Jetzt brauche ich natürlich nur noch einen und bin dann sofort Level 3. Das wäre natürlich lecker, lecker. Jawohl. Schön. Geiles Ding. Und ein Zehnerchen fast oben drauf noch. So, jetzt wird's interessant. Level 3. Ihr seht schon, ich habe schon einen großen Teil ein. Oh scheiße, ich hätte das schon weitermachen müssen. Er hätte jetzt ja mal die erste Karotte schon wieder posten müssen. Okay, jetzt Vanni hat er schon geplaced. Ja, also ich komme mit Sicherheit nicht mehr in Level 4 rein. Aber 36 Euro oben Schmalz drauf. Noch 2 Runden. Ja, trotzdem ist gut. Schade eigentlich. Aber dann müsste in der nächsten Runde schon 4 Karotten geben. Das wird er nicht tun. Oh ne, vorletzte Runde. Ich brauche noch 3, sorry. Aber ihr seht jetzt schon die Gewinne, die fangen schon richtig geil an. Jetzt letztes Spiel, komm, hau 3 rein, macht er natürlich nicht. Ich glaube, das höchste ist glaube ich eine andere Runde 3, meine ich, habe ich mal gesehen. Ja, kommen wir summa summarum auf schöner Start, schön mit dem Zusammen. Ja, so ein kleines Leckerli, mit 40 Euro reingegangen. 174 raus. Ja, schmeckt. Da muss ja weiter jetzt gehen. Komm, nein. Komm, 2. Ja. Das ist natürlich, wenn man am Anfang schon mit 3 oder 4 reingeht. Und dann lohnt sich die Geschichte schon wesentlich stärker. So, wir schauen jetzt nach. Wie gesagt, ich wünsche euch natürlich auch viel Glück in den Spielen und ihr könnt meins glauben, ich kann euch auch ein paar Tipps geben, wo ich persönlich viel Glück hatte, auf welche Einsätze auch oder welche Spiele, könnt ihr mich gerne fragen in der WhatsApp-Gruppe. Es gibt ja gewisse Spiele, die ich mir da raussuche, die super laufen. Ja, also ich zocke jetzt nicht alles immer. Ich probiere zwar, versuche zwar viel auszuprobieren, aber ich bleibe doch für gewissen Spielen treu. Weil ich da weiß, wenn es mal kracht, so, also von den Freispielen her, kann ich dann schon direkt so manchmal 600, 700 oder 800 Euro gewinnen mit 20 Cent. Ist durchaus möglich.
War gerade in der Spielothek übrigens, da war gar nichts möglich. Die Zeiten sind übrigens darauf vorbei. Hatte zwar jetzt ein paar Freispiele gehabt, lade ich euch auch mal hoch. Das Video könnt ihr euch mal anschauen auf meinem Kanal natürlich. 5,10 Euro. Und ja, die Zeiten sind vorbei, da mit 10 Cent rumlutschen, Kaffee und so. Ich kann nur sagen, wird ein sehr teurer Kaffee. Einzige, was eigentlich ganz gut lief, war dieser Jackpot, dieser Five-Jackpot. Der läuft ganz gut momentan in der Spielothek, finde ich. Deswegen sollte man immer plus 5 machen. Und aber als solches, die Spiele, die Freispiele, die bringen recht wenig. Da kommt man gar nicht rein und wenn man reinkommt, ich hatte heute sehr viele Freispiele gehabt, passiert aber gar nichts. Kommt gerade mal auf den 20 oder so, dann war es das wirklich. Naja, egal. Oh, zwei dazu, bin gleich Level 2. Schauen wir mal, vielleicht können wir heute ein bisschen was anschaffen. Ist ja schließlich Wochenende. Damit die Tasche wieder warm wird. Drei dazu. Schön. Ich glaube, das ist eine Totgeburt. Und jetzt muss er noch drei Karotten. Kann noch ins Level 3 rutschen. Jawohl, bin drin, Level 3. Außer ganz gut drauf, glaube ich. Okay, ihr seht jetzt auch schon, das bekomme ich allerdings nur noch zwei Freispiele, weil ich ja nur noch zwei Level erreichen kann. So, muss natürlich sofort schon 2 bis 3 gehen pro Runde. Erste 20 ist drin. Ja, da muss schon ein bisschen weit bei rumkommen. Man darf ja natürlich nicht vergessen, dass ich mit 40 Euro reingegangen bin. Es ist vorbei, ja. Schade. 35 Euro habe ich noch nicht mal meinen Einsatz rausgekriegt. Man darf nie vergessen, man geht natürlich mit dem 50 Cent Einsatz in... Es kostet 40 Euro natürlich, die Freispiele zu kaufen. Für die, die es noch nicht wissen, also ich kaufe Freispiele ein. Für 40 Euro auf 50 Cent Einsatz. Ich muss über die 40 Euro hinaus hinwegkommen, um Gewinn zu erzielen. Dafür kann ich dann jede Runde sofort starten mit Freispielen. Ne? Der eine oder andere mag es nicht kennen. Für mich war es am Anfang auch ungewohnt, aber jetzt mittlerweile spiele ich dann halt praktisch nur noch mit Freispiele kaufen. So. Ah, ich glaube, da fällt auch eine tote Runde. Ja. Dann wollen wir mal Level 2 reinrutschen. Ja, wie ich gesagt habe, und dann ist es gleich finito. Drei Freispiele dazu. Und je höher man kommt, dann nur noch die Episoden 2 Freispiele dran. Hier bekommt man noch 3. In der nächsten Runde wird man 2 bekommen. Mhm. Hat eigentlich noch gut geplaced. Ich brauche nämlich nur noch 3. Oh. Das ist noch 2. Dann will ich Level 3 noch reinrutschen. Ach, schon mal. Das war's. Sieht man manchmal schon vorab. Und dann ist es natürlich auch schon uninteressant. So. Zeige ich gleich nochmal nach. Und? Nee. Arschrasur. Ist mit einem reingegangen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht macht er jetzt was anderes. Oh, Kack, schon mal Kacklauf. Und? Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, welches Spiel wirklich besser läuft. Ich meine immer, Fat Verdict läuft besser als Fat Santa. Das ist ungefähr das gleiche von der Grafik her, bloß das anders mit dem Weihnachtsmann. Ich werde das andere auch nochmal zocken. So, die Runde ist tot. Also, denke ich mal. 3 dazu. Assistent. Ja, vielleicht auch alles tot. Da ist keine Verlängerung mehr zu erwarten. Das ist fast unmöglich jetzt. Oder? Oh.
Ich sehe, drei sind dazugekommen, aber nur einer kommt tatsächlich ins Level 3. Mal schauen, vielleicht macht das noch. Sehr interessant. Komm, letzte Runde. Ach, das hat tatsächlich gemacht. So, jetzt noch zwei Freispiele wieder dazu. Ihr merkt, nach oben wird die Luft dünner. So, mittig. Später mit zwei Freispielen. Sind wir mal gespannt. Ja, warte mal an. Aber jetzt komme ich in die nächste Runde. Natürlich noch ein Zehnerchen dazu. Letzte Runde. Ihr seht auch, wie schwer es ist. Ich warte nochmal 12 Euro hinterher. Macht. Ja. 4 Euro zu meinem Einsatz haben noch gefehlt. Knappe 4 Euro. Ihr seht, das ist sehr schwer, da den Einsatz auch nochmal rauszuholen. Wahrscheinlich wirklich das Level. Und da ist es am besten, wenn er ganz links steht. Und auch am die erste Drehung von den Karotten ist auch wichtig. Ist natürlich besser, wenn es mit 3 startet, als mit einer. Er muss natürlich im Vorlauf gehen. Okay, wir schauen nach. Komm. Mache nicht so spannend. Ab ins Level 2. Cash Quest, Tasty Trades Spiele sind wesentlich stärker als dieses Spiel, finde ich. Da habe ich die meisten Gewinne bisher gehabt. Aber ich muss aber sagen, ich war vorab hier noch nicht im Level 5. Deswegen bin ich ganz heiß darauf, hier ins Level 5 mal reinzukommen. Oh, er hat sich gut erholt. Frisst sich schön die Wanne voll. Jetzt noch zwei. Ein Anfang. Kannst du jetzt ganz bequem in Level 3 reinrutschen. Nee. Letzte Runde, letzte Chance. Jawohl. Eine nimmt er dann noch mit in die nächste Runde. Ihr werdet nichts vergessen, liegen gelassen. 44 Euro. Wie gesehen, so schnell man den Einsatz dann auch wieder raus. Und noch zwei Freispiele dazu. Aber von der Position her steht er nicht so toll. So. Die Herzchen, das ist natürlich dünn. Letzte Runde. Hat das. Ja, 40 Euro reingegangen, 72 rausgekriegt, damit kann man nur leben. Ist ja nichts Spektakuläres, aber naja. Mhm. Hier sind zwei rein. Schöne Rutsche. Eine Karotte mit der Mitte in die andere rein. Steht die ganz oben links. Noch drei dazu. Jetzt brauche ich noch vier. Am besten, wenn er sofort zwei reinknallt. Einer hat er schon mal. Schön. So. Noch eine. Komm, Baby, Level 3. Starte durch. Jawohl, noch eine. Ich brauche noch eine. Oh, er scheißt ab, er scheißt ab. Ja, jawohl. Letzten Drücker noch reinmarschiert. So. Zwei dazu. Und die Reise geht weiter. Oh, da hat er einen reingesetzt. Ich glaube, der wird die nächste Runde nicht erreichen. Wir fahren zwar nicht oben drauf. Und? Ich glaube nicht, dass er noch eine. 30, 35, nochmal hinterher. Letzte Runde. Aber. So, macht Summe summarum. Kommen wir auf. Eine. Gut, mehr als verdoppelt die Summe mit 40 reingegangen. Ja, er dümpelt da so ein bisschen vor sich hin.
Keine Ahnung, was das für Anzeichen sind. Vielleicht macht er gleich auf. Jawohl. Schön. 4. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt gehe ich nämlich mit 8 Freispieler rein und bin im Vorlauf mit 4 Karotten. Das heißt, ich bin sofort im Level 2. Hat nicht unbedingt was zu bedeuten, habe ich schon mal gehabt. Und dann scheiße ab. Man muss natürlich jetzt sofort weitermachen. Hat da eine reingepostet, ist schon mal gut. Die setzt da schon mal aus. Noch eine. Da ist schon mal eine Niete drin. Reingesetzt, das braucht noch 2. 18 Euro ist auch schon mal lecker. So, jetzt muss er schon placen. Das macht das nicht, das ist natürlich eklig. Ihr seht selber, kann dann auch so laufen, ne? Dass man tatsächlich dann nicht mehr sehr gut hat. Obwohl die Grundvoraussetzungen waren top, aber er ist dermaßen abgeschissen im Verlauf. Schauen wir mal. Manchmal kommt man auch mit einer dann halt weiter, ne? Obwohl natürlich diese Grundvoraussetzung von 4 natürlich und die 8 Freispiele viel, viel besser sind. Wenn man so sagen darf. So. Was ist denn jetzt hier los? Was ist das denn? Ich glaube, ich kriege Augenkrebs, ey. Aber mal ganz schnell weiter, ey. Ach du Scheiße, 0-0, das WC-Zeichen, ey. Komm. Ja, es tut natürlich weh, ne? Es ist natürlich ein 40er direkt versenkt. Ich meine, das passiert aber nicht so oft. Aber das kennt man ja aus den Spielern sehr oft, ne? Dieses 0-0-0. Okay. Mal wieder schon reingehen, zweite Level. Ja, macht er. Diese Runde davon gerade. So, 3 dazu. 2 ist auch gut schon. Und 5erchen oben drauf. Brauche ich noch 3. Auch gut. Noch 2. Und dann bin ich im Level 3. Ja. Ein noch. Letztes Spiel. Leider nicht mehr. Nicht mehr die Kurve bekommen. 14,84 €. Ja. Kein guter Start. Aber jetzt zieht er nach. Okay, Level 2. Sicher die erste Runde, die kann man sich absolut sparen. Das ist vollkommen interessant. Ab der zweiten geht es eigentlich los. Da ist es aber auch noch alles sehr bescheiden von den Gewinnen. Und. Es wird dann ein bisschen eklig. Obwohl ich war ja gerade, hatte ich ja eigentlich Gewinn drauf gehabt. Jetzt habe ich natürlich weitergemacht, bin selber schuld. Gut, da habe ich jetzt natürlich einen Brandsatz am Arsch kleben jetzt. Ja, eine Runde mache ich noch, Leute, dann bin ich raus aus dem Rennen. Was bräuchte ich da wieder? Ja. Ja, wie gesagt, nicht vergessen, mein Video zu liken und auch gerne mal ein Abo da lassen, freue ich mich immer wieder drüber. Schreibt gerne euren Senf drunter, ich lese mir alles durch. Und schaut gerne mal in die WhatsApp-Gruppe rein. Da
Da könnt ihr, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen hier, würde ich dann gerne beantworten. Und dann kann ich auch sagen, auch wo ich da spiele. Ich gewinnt, wo ich am meisten bisher gewonnen habe, kann ich nur alles sagen. Ne? Kein Thema. Ich habe mich schon mit einigen Abonnenten unterhalten und die hatten dann auch Glück gehabt. Und da im Grunde genommen, wo ich dann meistens dann spiele, dann auch einiges gewonnen gehabt, auch in den Spielen. Ich meine, das wäre ein realer Zufall, war es aber nicht. So, das war's, glaube ich. Das Ding ist gelutscht hier. Ja. Gut, Leute, das war's mal wieder. Viel Spaß mit dem Video. Und natürlich viel Glück beim Zocken. Ciao.